Hallo meine lieben Freunde, in diesem Video gibt es mal keinen Fall, sondern ich möchte mich erst einmal bei euch allen recht herzlich bedanken für den tollen Support, den ihr mir liefert. Ich habe jetzt gerade einmal reingeschaut. Das erste Video, das war mein Teaser-Video, habe ich hochgeladen am 4. Oktober und den ersten richtigen Fall am 11. Oktober 2020. Das ist jetzt noch nicht einmal anderthalb Jahre her und wir haben 10.000 Abonnenten und über anderthalb Millionen Aufrufe. Ich habe mir zwar schon gedacht, dass dieser Kanal irgendwo Anklang findet und dass ich meine Zuschauer finden werde. Allerdings habe ich da nicht damit gerechnet, dass es so rasant geht und dementsprechend der Kanal so wächst. Aktuell sind es mehr als 300.000 Aufrufe im Monat. Es gibt ja einige in diesem Bereich, die natürlich noch sehr, sehr viel größer sind als ich. Aber da muss man einmal schauen, oder wenn man sich die Zahlen anguckt, habe ich dort einige, die für mich Anfang dieses Kanals so als Vorbilder galten, beziehungsweise wo ich gedacht habe, oh, das wäre super, wenn ich da mal hinkomme, wenn ich mal so viele Video-Views bekomme, wenn ich mal so viele Abonnenten bekomme. Da habe ich einige mittlerweile in den Views, also in den Zuschauerzahlen, die ich pro Video bekomme, beziehungsweise die ich so im Monat bekomme, dann tatsächlich schon übertroffen. Also nochmal ein ganz, ganz herzliches Danke an alle. Dann auch nochmal ein herzliches Danke an alle meine Kanalmitglieder, die mich mit einer kleinen Spende monatlich unterstützen. Und nicht zu vergessen, mein Livestream-Moderator Stefan. Auch dir vielen, vielen Dank, dass du nahezu bei jedem Video dabei bist und mich dort unterstützt in den Livestreams, wenn ich gerade mal wieder bei der Arbeit bin und dementsprechend halt im Livestream nicht dabei sein kann, wenn ich das Video hochlade. Wenn ihr euch fragt, warum ich das Video denn dann hochlade, wenn ich arbeite, wie ihr wisst, sitze ich in Thailand und da haben wir eine Zeitverschiebung von aktuell 6 Stunden. Und zu dieser Zeit arbeite ich halt oft und ich möchte die Videos natürlich auch dann hochladen, wenn ihr da seid, wenn ihr euch die Videos angucken könnt. Das mache ich einmal für euch und einmal ist es für den Algorithmus wichtig, dass zum Beispiel ein Video in der ersten Stunde oder in den ersten Stunden möglichst viele Aufrufe erhält. Und das hat folgenden Hintergrund nochmal, wenn viele Leute über die Abo-Benachrichtigung oder über den Newsfeed auf das neue Video klicken und es sich anschauen, dann wird das Video noch mehr und mehr anderen Leuten vorgestellt, die sich das anschauen können. Und dadurch verbreitet sich dieser Kanal nochmal, beziehungsweise auch die Videos. Denn es ist auch ja ein recht ernsthafter Hintergrund bei diesem Kanal. Und zwar geht es ja darum, hauptsächlich eben alte Fälle, die in Vergessenheit geraten sind, wieder in Erinnerung zu rufen. Und ich denke mir, das gelingt mir mittlerweile ganz gut. Ich bin ja auch schon 2 oder 3 Mal angeschrieben worden, ob ich dann diesen oder jenen Fall mal machen könnte. Entweder haben sich die Personen dann direkt geoutet, in Anführungszeichen, sage ich so mal, dass sie aus dem Umfeld oder aus der Familie dieser Opfer kommen. Oder auf Nachfrage, warum dann so ein Interesse an diesem Fall besteht, wird mir dann gesagt, dass man aus dem näheren Umfeld kommt. Und da wird vermutlich in der nächsten Woche ein Fall kommen. Ich hoffe, dass ich ihn in der nächsten Woche fertig bekomme. Da hat mich auch ein Zuschauer angeschrieben. Da geht es darum, um eine Tötung an einer ehemaligen Nachbarin von ihm. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Fall war mir überhaupt nicht bekannt.
Aber es gibt recht viel Material online dazu und von daher wird es auch wieder ein recht ausführliches Video werden. Viele haben mir schon Fall- oder Videowünsche geschickt. Leider habe ich viele noch nicht gemacht. Das ist immer schwierig zu erklären, warum ich das nicht mache, aber ich habe die Fälle immer noch auf dem Schirm und ich mache es halt bei mir mit den Fällen auch immer recht intuitiv. Das heißt, mir fällt gerade ein Fall ein, an den ich mich noch erinnere, und dann mache ich den zu diesem Zeitpunkt. Oftmals sind es auch aktuelle Ereignisse, die dann dementsprechend meinen Plan beeinflussen, warum ich gerade jetzt dieses oder jenes Video mache. Das nochmal kurz zur Erklärung, wie es sich dann immer mit den Fällen da verhält, die gezeigt werden. So, dann kommen wir mal zu dem Punkt, wie geht es in Zukunft weiter mit dem Kanal? Also ich habe jetzt hier mal diesen Vierteiler gemacht mit der Geschichte aus Wien, der gelöst war. Den Fall kannten mit Sicherheit noch einige von euch von Aktenzeichen XY, aber auch da denke ich mir, dass vielen nicht bekannt war, dass dieser Fall gelöst wurde. Ich werde zwischendurch mal wieder so etwas machen. Ebenso ist der fast 100-jährige Fall aus Hinterkaifeck ja super bei euch angekommen. Das war einfach von mir mein Experiment. Ich habe es einfach mal ausprobiert. Wie kommt so ein alter Fall an? Und der ist super angekommen. Also wird das dementsprechend auch mal wieder bei mir der Fall sein. Dann habe ich ja noch festgestellt, dass bei den Videopremieren bei euch dieser Livestream sehr gut ankommt, dass man sich dort gut unterhalten kann. Und es muss ja nicht in dem Fall dann auch über den Fall sein, sondern man kann sich auch mal über ganz andere Dinge unterhalten. Dort war ja auch schon mal das Thema Arbeit, das Thema Essen und Sonstiges, was dort besprochen wurde. Was ich übrigens sehr super finde, und deswegen habe ich auch beschlossen, und ich habe es ja auch schon mal angekündigt vor einiger Zeit, dass im Laufe dieses Jahres auch nochmal ein Livestream, oder nicht nur ein Livestream, sondern dass ich wahrscheinlich des Öfteren nach einem festen Plan Livestreamen werde. Dies ist allerdings von ein paar Komponenten abhängig. Das hat einmal damit zu tun, dass ich, um das machen zu können, einen vernünftigen Livestream-Raum brauche. Also ich brauche ein Büro. Und das ist in meinem derzeitigen Haus, wo ich wohne, momentan nicht möglich. Deswegen ist geplant, dass wir im Laufe des Jahres, ich hoffe mal bis zum Sommer hin, umziehen können und dass ich mir dort auch ein entsprechendes Büro mit entsprechendem Livestreaming dann habe, dass ich mir das einrichten kann und dass wir dann auch live streamen können. Dort weiß ich jetzt noch nicht genau, über welchen Bereich ich streamen werde. Es besteht einmal die Möglichkeit hier über YouTube. Andererseits habe ich auch so im Hinterkopf vielleicht über die große Streaming-Plattform Twitch zu streamen. Da müsstet ihr euch dann halt einfach nur nochmal einen Account anlegen. Kostet natürlich da auch nichts. Und diese Videos, die dann dort entstehen vom Livestream, werde ich dann, sofern ich wirklich über das Twitch streamen sollte, dann auch hier bei YouTube nochmal darstellen, nochmal präsentieren. Ich hoffe mal, dass euch diese Idee gefällt. Schreibt mir das bitte mal in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Weil man könnte sich zum Beispiel, ich muss mal schauen, ob das irgendwie so möglich ist, dann über Fälle, die ich dann darstelle, sich unterhält. Eventuell sind dann auch Ausschnitte aus alten Aktenzeichen XY-Sendungen möglich. Das muss ich aber rechtlich abklären, weil da muss man immer sehr, sehr sauber arbeiten. Und diese Sequenzen aus den Sendungen dürfen dann auch nur so und so viele Sekunden lang sein. Und ich muss sie halt dementsprechend kommentieren und kennzeichnen. Ansonsten bekomme ich Probleme mit dem ZDF. Und das kann dann auch schnell mal dazu führen, dass so ein Kanal gesperrt oder gar gelöscht wird. Da tauchte ja immer wieder die Frage auf, oder öfter mal die Frage auf, ja, warum präsentierst du da nicht mehr Bilder zu den Fällen, die du darstellst?
Das hat eben auch mit dieser rechtlichen Geschichte zu tun. Ich muss immer eben schauen, welche Bilder ich da nehme. Ich nehme eigentlich immer Bilder, die damals auch zur Fahndung genutzt wurden. Nur in ganz seltenen Fällen halt eben wirklich private Bilder, die in den Medien drin sind. Also ich achte schon darauf, dass ich da nicht mit den Bildinhabern in rechtliche Schwierigkeiten gerate. Dann ist euch vielleicht auch schon mal aufgefallen, dass ich bestimmte Worte nicht in den Mund nehme, die eigentlich zu den Fällen gehören. Auch das hat wieder so einen Hintergrund, dass wenn ich bestimmte Worte verwende, sei es in der Beschreibung, sei es im Titel oder wenn ich sie einfach spreche, auch das kann wieder ein Problem nach sich ziehen. So, es gibt nicht so bestimmte Worte, die dann nur eine Teilmonetarisierung nach sich ziehen. Das heißt, um es einmal zu erklären, es gibt für diese Monetarisierung immer drei Stufen. Es gibt das grüne Zeichen, es gibt das gelbe Zeichen und es gibt das rote Zeichen. Bei dem grünen Zeichen wird das Video komplett monetarisiert und heißt dann auch, dass für Werbetreibende ja interessant ist, präsentiert YouTube dieses Video auch wesentlich mehr. Das heißt, es wird ganz, ganz vielen Leuten vorgeschlagen und es bekommt eigentlich auch jeder von euch präsentiert. Entweder ein Newsfeed oder dementsprechend über das Abo. Bekommt es nur das gelbe Zeichen. Dann ist es für Werbetreibende uninteressanter und demzufolge präsentiert YouTube es auch nicht so massiv. Das heißt zum Beispiel, ich habe ein neues Video draußen. Im Abo-Bereich werdet ihr es wahrscheinlich sehen können, aber es kann durchaus sein, dass es bei euch im Newsfeed überhaupt nicht auftaucht. Den Spaß hatte ich mal mit einem Video, was nachher das grüne Zeichen da bekommen habt. Ich habe es dann trotz des gelben Zeichens, habe ich es dann dementsprechend präsentiert. Und ja, die Aufrufe waren sehr, sehr spärlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das dürfen wahrscheinlich von euch wenige gesehen haben, vor allen Dingen am Anfang. Die Zahlen sind jetzt immer noch sehr niedrig. Das war der Fall von der Michaela Eisch, wenn ihr euch daran erinnert. Dann kommt von euch wahrscheinlich die Frage, ja, oder der Punkt, ja, für uns wäre es ja schöner, wenn keine Werbung gezeigt würde. Ihr müsst aber mal gucken, dass so ein Kanal auch Geld kostet. Das heißt, teilweise das Equipment. Ich habe zum Beispiel dann dementsprechend auch ein vernünftiges Mikrofon kaufen müssen. Ich musste auch nochmal einen neuen Laptop anschaffen, weil der alte das einfach nicht mehr gepackt hat. Für andere Sachen wäre er noch normal gewesen, aber jetzt hier für die Videobearbeitung musste ein neuer her. Ich muss teilweise, um Artikel lesen zu können, Zeitungsabos abschließen und so weiter und so fort. Und denkt auch bitte immer daran, dass so ein Kanal sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich habe am Anfang auch immer gedacht, naja, das wird schon nicht so viel Arbeit sein. Aber aktuell bin ich mit dem Kanal so 30 bis 40 Stunden pro Woche beschäftigt. Das heißt, einmal natürlich zur Erklärung einmal zu gucken, welchen Fall nehme ich, dann den Fall zu recherchieren, das zu scripten, das einzusprechen, so wie ich es jetzt mache, dann das Video zu schneiden und letztendlich zu speichern, hochzuladen, dann wenn möglich beim Livestream dabei zu sein, dann dementsprechend in die Kommentare zu schauen. Und ich muss es auch in dem Fall leider nochmal sagen, ich komme momentan halt nicht dazu, die Kommentare zu beantworten. Ich sehe sie, ich beantworte momentan auch nur ganz, ganz wenige, leider Gottes, aber das sind dann halt eben so Kommentare, wo wichtige Fragen sind, so wie es neulich jetzt war. Warum ist die Kommentarfunktion ausgeschaltet? Das weiß ich nicht. Im Moment ist es so, dass irgendwie ein Bug wohl drin ist, dass ich ab und zu Kommentare freigebe und dann die Kommentare plötzlich geschlossen sind. Warum, weshalb, keine Ahnung. Sobald ich eine Meldung von euch bekomme, also schreibt mir das sofort, wenn über einen anderen Fall, wenn die Kommentarfunktion geschlossen ist, dass ich die dann freigeben kann. Das mache nicht ich, also es hat nicht damit zu tun, dass ich keine Kommentare haben möchte.
So, und ich hoffe, dass ich zukünftig irgendwann mal wieder mehr Zeit habe, mich auch den Kommentaren zu widmen. Aber ihr könnt sicher sein, ich lese jeden Kommentar. Das auf jeden Fall, und darauf beruht dann halt auch die Sache, dass ich ab und zu mal dringende Kommentare beantworte. Gut, ich hoffe mal, das hat euch jetzt nicht zu sehr gelangweilt, was ich jetzt hier so alles erzählt habe. Es wird mit jedem auf jeden Fall mit dem Kanal so weitergehen. Ich versuche auch ungefähr so diese Schlagzahl von Videos zu behalten, dass ich sag mal zumindest in 4-5 Videos am Tag, in der Woche gezeigt werden. Also Material gibt es genug. Ich habe nach aktuellem Stand, wenn ich so mit den Videos weitermache, noch Material für die nächsten Jahre, ohne dass ich großartig nach Fällen gucken muss. Gut, das war's jetzt definitiv. Bleibt gesund, passt auf euch auf und nochmals vielen, vielen, vielen Dank für den Support, fürs Abonnieren, für die tollen Kommentare, auch für kritische Kommentare, die ich mir immer zu Herzen nehme. Das mit der Musik werden wir nicht ändern können. Es ist so, ein großer Teil mag diese Musik, einige mögen es nicht. Ich habe deswegen schon nochmal die Lautstärke von der Musik im Hintergrund ein bisschen runtergepegelt. Vielleicht probiere ich auch mal irgendwas anderes aus, musiktechnisch im Hintergrund. Schauen wir einfach mal. Ich will mal gucken. Wenn euch dann die Musik aber nicht gefällt, bitte nicht abspringen, sondern schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ja, und dann eben nochmals Danke an die Kanalmitglieder, an meinen Moderator Stefan. Macht bitte weiter so. Es macht mir, auch wenn es sehr viel Arbeit ist, tierischen Spaß, vor allen Dingen, wenn dann ein Video wieder online geht. Euch alle im Livestream zu sehen, mit euch zu schreiben, sofern ich dann Zeit dafür habe. Und später dann auch die tollen Kommentare zu lesen. Okay, das war's. Bis dann erstmal. Tschüssi, passt auf euch auf.